zu diesem neuen Video. Ja, heute haben wir alles in so einer schönen Tasche hier. Und da kann es sich eigentlich nur um ein Kompaktlichtset von Eurolight handeln. Das waren ja auch mit die ersten, die in so einem wunderschönen Case geliefert wurden. Und zwar kümmern wir uns da heute so ein bisschen um die KLS 5050. Das ist eigentlich der neueste Vertreter aus der KLS-Serie. Und da wurde jetzt diesmal ein völlig neuer LED-Typ verbaut, zumindest in dieser Art von Scheinwerfern. Die LEDs gibt es eigentlich schon seit Jahren. Und um die Eigenschaften von der so ein bisschen überprüfen zu können, habe ich hier noch meine KLS 150 hingehängt, die ich jetzt seit einiger Zeit bei mir im Bestand habe, weil, ich sag mal, diese hier für einen völlig anderen Verwendungszweck bestimmt ist als alle anderen KLS, also ob es jetzt die 801, die 1001 ist oder die 150, spielt überhaupt keine Rolle. Wir gucken uns einen kleinen Ausschnitt an und dann fangen wir hiermit an. Ja, warum heißt die KLS 5050 KLS 5050? Das liegt einfach am LED-Typ. Das sind SMD 5050 LEDs und zwar 576 davon, verteilt auf 4 Spots. So, ich hole die KLS jetzt mal hier raus. Doch etwas schwerer als die Vorgänger. Was fällt auf? Wir haben eine völlig neue LED-Konstruktion in den Panels und die Panels sind auch nochmal dünner geworden. Also das sind jetzt vielleicht gerade mal 2-2,5 Zentimeter. Das ist wirklich sehr dünn. Also fast schon zu dünn, aber gut, das sei jetzt dahingestellt. Die Kühlkörper hinten sind LED-Rippen. Nicht LED-Rippen, sondern Metallrippen. Ja, also kein Lüfter verbaut, das ist sehr geil. Ja, und gucken wir mal so ein bisschen, was die hat. Also 4 Spots kann man alle ausrichten, ganz klar. In der Mitte der TV-Zapfen. Ja, und hier oben hat man noch 4 Schrauben, aber das schauen wir uns jetzt mal an, wenn ich die hingelegt habe. Ja, hier haben wir nun das gute Stück, wie man es von KLS-Bars kennt. Also ich glaube, ich brauche das Grundprinzip von einer KLS nicht mehr zu erklären. Da gibt es mittlerweile zig Trilliarden Videos von. Man hat einfach diese Bar, ne? Und das ist eine von den neueren. Das heißt, wir haben noch 4 IEC-Outputs, weil wir haben hier oben solche Knäufe, wo Schrauben sind und da kann ich weitere Lichteffekte drauf packen, ja? Keine Ahnung, irgendwelche Flower-Effekte. Ich kann aber auch SLS-Scheinwerfer dazu kaufen, die denselben LED-Typ haben und kann sozusagen eine Doppel-Vierer-Bar drauf machen. Nur mit dem Unterschied, dass ich die eingebauten Programme nicht so top nutzen kann, sondern es eben programmieren muss, ja? Weil es sonst einfach eindeutig zu bunt wird. Ja, Feinsicherung ist natürlich vorhanden. Wir haben ein Display mit 3 Buttons, nicht mit 4. Dann so ein Sensitivity-Regler, ein Mikrofon, DMX-In-Out natürlich und den Power-Input. So, was man beachten muss, wenn man hier Geräte anschließt, man darf die Bar natürlich von der Leistung her nicht überfordern. Ja? Also mehr als, ich sage jetzt mal 2000 Watt würde ich da jetzt nicht dranhängen, ne? Bin ich ganz ehrlich. Dieser TV-Zapfen hier ist ein sehr großer Vorteil generell bei den KLS-Bars, weil bei den meisten Fälschungen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, hat man hier irgendwie so einen Stativflansch. Und das ist einfach nicht universell einsetzbar. Und so ein TV-Zapfen, der passt einfach überall, weil TV-Zapfen ist nun mal gleich TV-Zapfen. Hier diese Scheinwerfer sind über so kurze Kabel dann hier verschraubt natürlich. Ja, und ich kann die dann dementsprechend positionieren. Wie schon gesagt, wir haben 576 LEDs von diesen SMD 5050. Vielleicht jetzt mal ganz kurz, wofür ist diese Bar geeignet? Also sie wurde nicht als ganz normales Lichtset konzipiert, sondern da steckt schon ein Konzept dahinter. Und zwar geht es darum, einen möglichst hohen Output auf kurze Distanz zu bekommen. Also immer wenn ihr große Ausleuchtungen, große Flächen braucht, die hell sind, allerdings bei kurzem Abstand, da ist diese Bar perfekt für. Wenn man eine ähnliche Lichtleistung haben möchte, aber
auf relativ weite Distanz, dann muss ich die KLS 1001 nehmen, weil die das Licht mehr bündelt. Und diese hier hat einen sehr breiten Abstrahlwinkel. Dadurch wird auch der Nebeleffekt nicht so toll. Das aber auch nicht das, was man unbedingt bei dieser Bar möchte, sondern es geht wirklich darum, komplette Bühnen auszuleuchten, wo man nicht die Höhe hat, ja, für den Abstrahlwinkel. Das ist der Einsatzzweck von der, also so würde ich sie zumindest nutzen. Das ist natürlich auch immer anwendungsabhängig. Ne? Prinzipiell ist es eine coole Sache, dass das in so einem Case hier kommt. Also es ist jetzt kein richtig Case, es ist eine Tasche, die eine Samteinlage hat. Also da kann auch wirklich nichts passieren. Das ist schön geschützt. Der Reißverschluss ist auch sauber verarbeitet. Und hier oben haben wir eben noch eine Tasche. Da kann man das Stromkabel reinmachen. Da kann man aber auch den optional erhältlichen Fußcontroller rein, der hier unten in diesen Anschluss reinkommt. Der ist leider nicht im Lieferumfang dabei. Den muss man immer extra kaufen. Das ist so ein bisschen der Nachteil bei den KLS-Systemen. Aber gut, wenn ich Geld verdienen wollte, würde ich es auch so machen wahrscheinlich. Aber die meisten glaube ich nicht, dass sie den Fußschalter brauchen werden, weil DMX sowieso das Beste ist, was es gibt. So, noch kurz ein Tipp für alle Rigger unter euch, die das Ding an die Traverse hängen möchten. Das ist immer so ein bisschen tricky. Also hier oben diese Muttern, die habe ich jetzt einfach abgeschraubt und habe hier zwei Flügelmuttern drauf, also eine auf jeder Seite. Und dann kann ich eben ganz normal hier solche Trigger-Clamps dran machen, C-Haken. Oder ich kann natürlich auch einfach einen Doppel-C-Haken nehmen und das Ganze hier reinhängen. Das kann man machen, wie man möchte. Ich fand die Version jetzt am besten. Ja, ich habe die Bar jetzt mal angeschlossen und zwar läuft die gerade im Musikmodus, der wirklich sehr gut programmiert ist in diesem Fall. Kommt nicht sehr häufig vor, aber bei den KLS-Systemen muss ich sagen, ist der Musikmodus echt toll programmiert und sehr abwechslungsreich. Natürlich wird Musikmodus irgendwann immer bunt. Das ist immer so, aber wirklich gut programmiert bei der Bar. Was mir jetzt schon mal auffällt, also von der Geräuschkulisse, wir haben keinen Lüfter, wir haben eigentlich gar nichts. Nur leider gibt es bei manchen Mischfarben so einen Piepton, so ein Hochfrequenter, der auf kurze Distanz schon hörbar ist. Das ist ein bisschen schade, das liegt wahrscheinlich an den LED-Treibern, vermute ich jetzt mal. Aber gut, es ist nun mal auch eine sehr große Anzahl an LEDs. Was man, denke ich, aber jetzt schon sieht, dass die Bar wirklich vergleichsweise sehr hell ist. Allerdings, wenn ich das jetzt mal hier hinten an dem Molton zeige, dann fällt doch auf, dass wir wirklich einen sehr großen Abstrahlwinkel haben. Also wenn ich jetzt auf diese kurze Distanz den einen Scheinwerfer, das verlässt mich hier das Stativ, naja, egal, wenn ich jetzt auf diese kurze Distanz den einen Scheinwerfer hier ausrichte, und das ist wirklich der einzige, der jetzt nach hinten geht, der hier, dann sieht man wirklich, wie groß der Abstrahlwinkel ist. Das hat natürlich zur Folge, dass wir im Nebel nicht so diesen Beam-Effekt haben, den man sich vielleicht von so einem System wünscht. Das ist aber auch durchaus gewollt. Ja? Also wir wollen hier wirklich auf kurze Distanz großflächig arbeiten. Das heißt zum Beispiel im Theaterbetrieb, wo es ja zum Teil wichtig ist, dass man die Bühne komplett farblich eintaucht, dann kann ich diese Bar wunderbar benutzen. Oder auch für Diskotheken, wenn wirklich alles farbig sein soll. Ja? Das ist wirklich so der Einsatzzweck von dieser Bar. Wir wollen jetzt kurz auf den DMX-Modus eingehen, was ich damit machen kann. Ja, und dann machen wir mal einen kurzen Abstrahlwinkelvergleich. Was kann diese Bar vom Abstrahlwinkel, was kann vielleicht so eine KLS mit Tri-Color LEDs vom Abstrahlwinkel? So, im DMX-Modus haben wir ganz viele Möglichkeiten. Sowohl für die, die wenig Kanäle wollen, als auch die, die wirklich ausführlich steuern möchten. So, ich werde euch gleich den 20-Kanal-Modus zeigen. Weil das eindeutig der Modus ist, den ich empfehlen würde, weil man da einfach alles einstellen kann, was man einstellen möchte. Es geht los ab 5 Kanälen. Da kann ich dann einfach rot, grün, blau insgesamt. Ich kann dimmen und ich kann Musiksteuerung und Strobe machen. Das reicht für die meisten. Dann habe ich den 15-Kanal-Modus. Da kann ich die einzelnen Programme abwählen. Und ich kann schon jeden Spot einzeln mit rot, grün, blau machen, Musiksteuerung und dimmen. Im 20-Kanal-Modus habe ich hingegen dann die Möglichkeit, dass ich nicht nur jeden Spot ansteuern kann, ja, mit Rot, Grün, Blau, sondern danach habe ich immer noch einen Master-Dimmer
und ich habe einen Strobe-Effekt. Und mit und damit kann ich also mit jedem Spot Master Dimmer Strobe Effekt. Das heißt, ich kann die ansteuern wie ganz normale LED-Bars und bin nicht dadurch eingeschränkt, dass ich die auf einer Bar habe. Das ist schon ein großer Vorteil, ne? Und die Musiksteuerung kann ich dementsprechend auch anmachen. Und dann kann ich halt jetzt hier wirklich jeden Spot anmachen, wie ich möchte, ja. Das ist durchaus ein Vorteil. Und vielleicht ein Wort zur Farbmischung. Die ist nochmal deutlich besser als jetzt bei Tricolor-LEDs, also das Gelb vor allen Dingen. Und auch Farbtöne wie Orange lassen sich da sehr schön realisieren, wo der RGB-Farbraum ja manchmal so seine Grenzen hat. Ich habe jetzt schon ein bisschen Haze an und man sieht jetzt auch, denke ich, relativ gut, wie groß der Abstrahlwinkel ist. Also ich fasse den hier mal so an. Ich habe jetzt keine Gradzahl im Kopf, wie groß das ist. Das kann sich jeder von mir aus dem Produktdatenblatt nachlesen. Mit den Zahlen können die meisten eh nichts anfangen. Aber hier sieht man jetzt wirklich, wie breitstreuend das Ganze ist. Ja, das ist eigentlich soweit der DMX-Modus. Ich denke, viel mehr braucht man da nicht zu sagen. Da ist die Bar einfach top. Ja, das war es soweit auch eigentlich schon zur KLS5050 von Eurolight. Kurzes Wort noch, Uplighting würde ich damit nicht machen, da ist die nicht so geeignet für. Aber wie gesagt, für große Ausleuchtungen super. Ich zeige euch jetzt im Anschluss nochmal den Abstrahlwinkelvergleich zwischen der KLS150 und dieser 5050, nur dass man mal so einen Unterschied sieht, wie groß jetzt ein Abstrahlwinkel von einer Tricolor-LED ist und von diesen SMD-LEDs. Das sind im Prinzip dieselben LEDs, wie man in diesen ganzen Strahlen-LED-Effekten hat, also nicht in den günstigeren, wo einzelne 3-Watt-LEDs drin sind, sondern zum Beispiel in einem Triphase oder so sind exakt diese LEDs drin von der Bauform, nur dass sie nicht durch Linsen gebündelt werden. Deswegen kann ich auch hier zum Beispiel, ist es technisch nicht möglich, mit diesen LEDs einen engeren Abstrahlwinkel zu realisieren, weil dann habe ich sofort wieder diese Strahlen und die gemischte Farbe ist weg. Ja? Deswegen haben wir hier einen großen Abstrahlwinkel und das machen wir uns eben dann zunutze. Generell finde ich die Bar wirklich gut. Ich hatte jetzt auf, wie viele Veranstaltungen waren es? Ich glaube 2 oder 3 hatte ich die dabei. Und die hat eigentlich immer gut Mumme gemacht, auch im Musikmodus, wenn ich mal zu faul war zu programmieren. Und der Abstrahlwinkel ist wirklich mega. Also da kann man einen ganzen Dancefloor mit einheizen. Und zwar mit einer so Bar, wo man normal von diesen ganz normalen paar 64 LED-Kern 20 hinhängen würde. Und die Helligkeit spricht echt für sich, also ich musste die immer runterdimmen, weil sie einfach zu hell war. Und deswegen ist eben auch gut, dass wir im DMX-Modus dann die Möglichkeit haben, die Bar zu dimmen. Ja, das war's soweit. Ihr seht natürlich wie immer so ein paar Aktionsclips und dann sage ich ciao.